Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Life. Oh Gott, Lifeless Planet. Wie war das? Ja, springen. Wir sind immer noch auf der Suche nach der. Ja, noch ist sie da. Ich hab's gerade gesehen, da war so ein Hängeding. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem, verschollenen kleinen Mädel. Ah, wir können dämpfen. Ja, das wird doch langsam etwas schwierig. Ja, was denn? Okay, ich sehe es schon. Oh nein! Wieder Sprengfallen. Ja, und wir haben erfolgreich alles andere hinter uns gelassen. Das was? Gott! Das war ja kümmerlich. So. Da steht es. Ich bin mir sehr sicher, das steht nicht mehr lange da. Die wird doch dafür sorgen, dass wir hier gleich verschwinden. Ich sehe auch keine grünen Fußabdrücke da hinten. Ich sehe sie nur bis dort. Die grünen Fußabdrücke enden hier. Das ist jetzt etwas seltsam. There's something odd about that storm. Das ist kein Sturm. Ich glaube, das ist, das ist Rauch. Guck, hier ist nix. Oder ist sie der Sturm? Hat sie uns beobachtet und ist sie der Sturm? Das sieht aus wie ein Gewächshaus da oben, ha? Da stehen doch Bäume. Da stehen doch Bäume. Guck mal, hier sind keine Spuren mehr. Die hören da drüben auf. Und doch plötzlich ist dort ein Sturm. Was will uns das sagen? Das ist sehr, sehr, sehr seltsam. Nee, das sind nur die, das sind die Algen. Es sind nur die Algen. Boah, was für Treppen. Wow. Was soll ich denn hier machen? Was soll ich denn bitte schön hier machen? Ist das eine Türklinke oder? Bart? Was? Was ist das? Oh oh. Fangen wir mal mit der Mitte an. Das war's nicht. Das ist grün. Das ist auch grün. Das ist rot. Okay. Das ist grün. Das ist rot. Alles klar. Also. Grün. Upsi. Grün. Grün. Uff. Das ist ja ziemlich easy. Wer baut...
Was? 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 Wo? Das ist ein Portal. Das ist ein Portal. Jetzt verstehe ich, ein Portal. Nein. Das ist ein... Das ist ein Wesen. Hey, get away from him. Oh, das ist ein Portal, verdammt. Und der ist hier durchgekommen? Oder ist er das selber? Ist er das? Das ist er. Meine beiden. Nein, Crewmitglieder sind definitiv. Es scheint, dieser Planet ist nicht völlig leblos. Unter der Oberfläche des Planeten lauert eine tödliche Lebensform. Die Frau scheint ihre Fallen irgendwie zu umgehen. Ich werde versuchen, dies zu meinem Vorteil zu nutzen und ihren Spuren so gut wie möglich zu folgen. Oh, oh. Was? Okay. Oh, wow. Oh, wow. Ah! Ah! Das Zeug lebt. Ah! Yep. Boah, das Zeug lebt. Ah! Yeah. Yeah. Ah! Immer schön auf der grünen Rotze bleiben. Ah! Guck dir das an, das Zeug lebt, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh yeah. Oh mein großer, großer. Ein weites Feld von Basaltsäulen gefunden. Diese natürlichen Formationen sind denen auf der Erde ähnlich, haben aber einen weit größeren Umfang als die auf der Erde. Ich muss annehmen, dass sie auf eine ähnliche Weise wie Basaltsäulen auf meinem Heimatplaneten entstehen über die langsame Abkühlung der riesigen Lavaströme. Wenn sich die heiße Substanz als neues Gestein abkühlt, entstehen tiefe Risse in der Oberfläche, die geometrische Muster bilden. Sobald diese Risse tief genug sind, werden sie zu hoch aufragenden Felssäulen. Ja. Und jetzt haben wir wahrscheinlich folgendes Problem. Der Mist. Ist bestimmt. Da ist schon wieder was. Ich will aber trotzdem mal da hinten hinlaufen. Nur mal so. Zum Spaß. Das könnte ja wieder irgendwas Geheimnisvolles hier hinten sein. Weil aus welchem Grund soll ich denn sonst bitte schön hier rumlaufen können? Nö. Gut, dann habe ich mich doch getäuscht. Okay, dann laufen wir den Basaltsteinen hinterher. Boah.
immer. Sie lang gehen. Die Spuren leiten. Ah ja. Eine zarte weibliche Fußspur gibt mir eine gewisse Zuversicht, während ich mich in unbekannte Gefilde vorwage. Seltsamerweise ist dies nicht immer effektiv. Ich verliere die Spur in felsigen Gebieten und davon gibt es viele. Im richtigen Licht kann ich aber sehen, wo sie weitergeht und meine Reise fortsetzen. Eine Analyse des Bodens an der Kontaktstelle deutet auf eine organische Reaktion auf die Person hin, die diese Spuren hinterlässt. Oder auf das Ding, worum es sich dabei auch handeln mag. Das verblasste Glühen ist unheimlich. Beunruhigende Spuren am Boden, die mich an Propagandafilme aus dem Atomzeitalter erinnern. Ich versuche mich nicht an den Gedanken beunruhigen zu lassen, dass mein Körper mit jedem Schritt unheilbar verstrahlt wird. Ja, das könnte durchaus passieren. Ja, da müssen wir mal gucken. Also, mit dem richtigen Licht. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Oh. Richtige Licht... Ah, hier. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Warte mal. Moment. Jetzt warte mal. Was erzählt... Nein, nein. Das ist schon... Ja, 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 die ist schon... Doch, 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 die ist hier hoch. Alles klar. Ich dachte nur. Nein, nein, die ist hier hoch. Ganz, ganz klar. Ups. Die ist hier hoch. Ja. Mein Schatten. Hoppalo. Ich habe eine Probe von einer der Wurzelarten genommen. Meine Werkzeuge zur Feldbeobachtung nützen nicht viel, aber ich kann sagen, dass die Kreaturen eine auf Kohlenstoff basierende Lebensform sind. Also, ja, wie hier auf der Erde. Allerdings ist ihre Zellstruktur einzigartig. Es gibt sehr wenig Spezialisierung zwischen den Zellen und doch scheinen die Zellen viel größer und weitaus komplexer zu sein als die von Landtieren. Und das schließt Menschen mit ein. Genau. Weil ein Mensch ist nämlich ein Tier. Ne? Also, nicht vertun. Ein Mensch gehört zum... zur Gattung? Ja, doch, ich glaube zur Gattung der Säugetiere. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, beziehungsweise ob einige es wahrhaben wollen oder nicht, es ist so. Der Mensch gehört zur Gattung der Säugetiere. Ätsch, bätsch. So, hier hinten kann ich ja auch wieder langlaufen. Ich kann interessanterweise hier überall langlaufen. Aha. Aha. Ich glaube, das heißt, wenn man hier irgendwo... herunterfällt, dann
Genau. Wenn man also darunter fällt, dann kommt man hier vorne wieder an. Alles klar. Wir müssen also noch ein bisschen springen über die Basaltsäulen. Hm. Und jetzt. Hoppa. 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 So, und jetzt. Darüber. Ja, okay, hier geht's weiter. Gut. Gut. Ja. Oh oh. Oh. Das hat mir gerade einen Herzschlag gegeben. Oh, wow. Oh. Oh. Oh, das war. Ja. Oh, wow, wow. Das hat wehgetan. Ah. Oh, Mann. Okay. Puh. Ob wir es noch schaffen, aus diesem Tal herauszukommen? Ah. Oh. Meine Güte. Das hat gerade aber sowas von weh getan. Boah, hab ich mich verrissen, ey. Eieiei. Gott. Hey. Ey. Nee. Das ist falsch hier. Ach. Da ist sie wieder lang. Aha. Ja, na klar. Ja. Hoch. Und dann? Ich meine, ich komm. Ach so. Boah. Ach so. So. Lauf. Da ist ein. Ach, ernsthaft. Jetzt fängt er schon wieder an. Da ist Sauerstoff. Dort steht er. Dein Sauerstoff. Hier. Oh, komm schon. Geschafft. So, und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Müssen wir jetzt dahin? Ernsthaft? Ei, Jesus. Oh Gott, ey, ich habe mich so verrissen vorhin. Ja, gut, dann, ich habe keine Ahnung, über was, wohin jetzt. Ehrlich. So, wir haben es also geschafft. Wir sind hier drüben auf der anderen Seite. Und ich würde sagen, hier machen wir dann auch mal ein kleines Päuschen und sehen uns in der nächsten Folge wieder von Lifeless Planet, dem Planeten, auf dem Leben existiert, das es so anscheinend nicht wirklich gibt. Naja, okay, also bis dahin sage ich erst einmal Tschüssi.